Los, komm schon, schneller. Ich kann nicht mehr weiter. Sie sind direkt hinter uns und verdammt schnell unterwegs. Oh Gott, das sind so verdammt viele. Simon, warte. Ich kann nicht mehr. Es ist so dunkel. Und dieser verdammte Regen. Wir müssen weiter. Weiter. Sie dürfen uns nicht erreichen. Wir sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Und waren plötzlich da. So viele. Oh Gott, es sind einfach so viele. Nicht aufgeben. Wir können das schaffen. Wir müssen... Simon! Ich halte dich! Oh, verdammt. Mein Fuß. Karin, alles okay? Du musst aufstehen. Oh. Los! Warum habe ich dich auch festgehalten? Hilf mir. Jetzt hilf mir doch. Hier, nimm meinen Arm. Wir müssen uns beeilen. Komm schon. Ich stütze dich. Danke. Warte, mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Scheiße, ich habe ihn verloren. Was? Rucksack? Keine Ahnung, er muss hier irgendwo liegen. Wo muss hier das sein? Hier, irgendwo. Wir sind gleich hier. Wir haben dafür keine Zeit. Karin, komm, los jetzt. Aber mein Rucksack. Unsere Vorräte. Wir können doch nicht. Ich finde ihn gleich. Irgendwo hier. Du Scheiß auf den Rucksack. Willst du von denen zerfleischt werden? Wir müssen weiter den Abhang runter. Verdammt. Der muss doch hier irgendwo sein. Scheiße, komm schon. Wir haben keine Zeit. Los jetzt. Wie hängen sie ab? Ich glaube, sie haben unsere Spur verloren. Kein Wunder bei dem Wolkenbruch. Diese Fleischfresser können uns jetzt zwar nicht mehr sehen, aber sie kommen. Sie kommen immer. Was ist denn? Warum gehst du nicht weiter? Da hinten. Siehst du? Was ist das? Wo denn? Simon, da ist nichts. Lass uns weiter. Doch, da wo der Wald etwas lichter wird. Du, das ist eine Hütte oder sowas. Eine Hütte? Hier im Wald? Komm, wir verstecken uns da und lassen die Viecher einfach vorbeiziehen. Noch haben sie uns nicht gesehen. Nein. Wir müssen aus diesem verfluchten Wald raus. Dann sind wir schneller. Die aber auch. Karin, vertrau mir. In der Hütte. Dort haben wir auch Schutz vor dem Unwetter. Wir haben keine Zeit und keine Wahl. Hab ich's doch gesagt. Das ist nichts weiter als ein kleiner Holzschuppen und der soll uns schützen? Du kannst ja hier warten. Ich gehe da jetzt rein, denn noch sind sie hinter der Anhöhe und haben uns nicht entdeckt. Ist ja gut. Mach die Tür auf. Hier, damit können wir die Tür blockieren. Okay, her mit dem Brett. Das muss jetzt schnell gehen. Hilf mir mal. Halt das fest. Wir setzen uns vor die Tür. Und jetzt leise. Sie dürfen uns nicht hören. Oh mein Gott. Simon, sie haben uns gefunden. Ich höre sie kommen. Leise. Du musst leise sein. Kari, hörst du? Oh Gott. Das war doch ein Fehler. Ein schwerer Fehler.
Wir sitzen in der Falle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mortuorum Cibus, Episode 1. Willkommen in der Hölle. Angst, Hunger und Verzweiflung sind alles, was uns noch geblieben ist. Jeder Tag könnte unser letzter sein. Die Welt ist voll von diesen Fleischfressern. Tot und doch lebendig. Keine Ahnung, wie das alles angefangen hat. Zu viele Geschichten und Gerüchte hat man uns erzählt. Lügenmärchen. Und dann? Dann kam die große Katastrophe. Eine Seuche, die sich rasend schnell ausgebreitet hat. Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Keine Regierung, keine Polizei, keine Schulen. Nichts ist übrig geblieben. Wir mussten fliehen. Wir müssen immer fliehen. Und finden uns in einer scheiß aussichtslosen Situation wie dieser hier wieder. Gefangen, darauf wartend, lebendig gefressen zu werden. Ich habe Angst. Das überleben wir nicht. Die Tür hält. Die haben uns nicht gesehen. Der Schuppen ist ihnen einfach nur im Weg. Wir schaffen das, hörst du? Die Tür kann jederzeit aufbrechen. Wir können hier nicht raus. Ein verdammtes Gefängnis hast du uns hier ausgesucht. Ausgesucht? Uns blieb doch keine Wahl. Und ich sage, die Tür hält. Hoffentlich. Warte, warte, hörst du das? Es hat aufgehört. Das Klopfen hat aufgehört. Karin, bist du wahnsinnig? Warte! Ich höre sie nicht mehr. Sie sind weg. Sie sind endlich alle weg. Wir können hier raus. Das kannst du nicht wissen. Warte noch. Nicht die Tür öffnen, warte! Raus, raus, raus! Wir können raus! Ich sag dir, sie sind weg! Alle weg! Wir können rauskommen! Oh, Herrgott, noch eins! Das war leichtsinnig von dir! Du konntest nicht wissen, dass sie weg sind! Okay. Wir sollten uns nicht so anstrengen. Das lockt sie nur wieder an. Ich bin nur froh, dass diese Monster weg sind. Geht mir genauso. Der Regen lässt nach. Das ist doch schon mal etwas. Lass uns weitergehen. Die Nacht ist noch lange nicht um. Simon, warte. Guck mal. Guck mal da vorne. Ein Haus. Also ein richtiges Haus. Der Geräteschuppen muss wohl dazugehören. Tatsächlich. Das wäre doch eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Lass uns nachsehen. Mir ist nie ganz wohl dabei, wenn wir in fremden und verlassenen Behausungen Schutz suchen. Wir wissen doch nie, wer oder was uns da erwartet. Bisher haben wir doch immer Glück gehabt. Selbst als wir das Schutzdorf verlassen mussten. Wir schlagen uns doch ganz gut durch, oder nicht? Gut. Die Fleischfresser haben das Camp förmlich überrannt. Selbst das Militär war machtlos. Mein Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Auch wenn die Epidemie schon Monate zurückliegt. Es kommt mir wie gestern vor. Pandemie. Es ist eine Pandemie, haben sie im Schutzdorf gesagt. Und dass ganz Europa davon betroffen sei. Von der restlichen Welt bekommt man ja nicht mehr viel mit. Polizei und Militär haben erbärmlich versagt und uns alleine gelassen.
werde mich nie daran gewöhnen können. Egal ob Pandemie oder Epidemie oder sonst was. Keine Telefone, kein Funk, kein Strom. Was bleibt uns da denn noch, Simon? Wir haben es aber geschafft. Wir haben überlebt und nur das zählt. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben es geschafft. Hier vorne ist der Eingang. Ist die Tür verschlossen? Sie geht auf. Endlich mal etwas Glück. Wir sehen uns drinnen um. Ich gehe vor. Du bleibst dicht hinter mir und deckst mir den Rücken, okay? Verdammt, wenn ich doch bloß meinen Rucksack nicht verloren hätte. Da waren die Taschenlampe und das Taschenmesser drin. Oh, so ein Mist. Das Messer. Aber vielleicht finden wir hier in dem Haus auch etwas Nützliches. Wir betraten das Haus. Ein modernes Forsthaus. Allerdings in einem verwahrlosten Zustand. Wie eigentlich alles, was wir in diesen Tagen finden. Kein Wunder. Es ist kaum noch jemand auf dieser Welt übrig, der sich überhaupt um irgendetwas kümmern würde. Außer vielleicht um sich selbst. Wir, die überlebt haben, denken viel zu oft nur an uns selbst, ans Überleben, egal was es kostet. Es existiert keine Gemeinschaft mehr, keine gesellschaftliche Ordnung, nicht so, wie wir sie kannten. Aber was soll's? Noch sind wir da. Hier war es jedenfalls trocken und wir konnten uns ausruhen, wieder neue Kraft schöpfen. Hast du das auch gehört? Da war doch was. Was? Ich höre nichts. Sei mal leise. Das kam von oben, glaube ich. Also ich höre wirklich nichts. Da war es wieder. Wir hätten oben als erstes nachsehen müssen. Wenn es hier nur nicht so dunkel wäre. Du willst nach oben gehen? Meinst du denn, da ist jemand? Vielleicht ist es ja der Besitzer von diesem Haus. Oder jemand, der keine Besucher mag. Was meinst du? Nachsehen oder lieber verschwinden? Ich meine, es könnte doch... Simon, er oder sie hätte uns doch schon längst gehört. Vielleicht ist es ja auch nur ein Tier. Zurück in den Wald gehe ich auf keinen Fall. Du hast recht. Ich will diese Nacht auch nicht draußen im Freien oder in diesem Schuppen verbringen. Warte, ich nehme meinen Klappspaten als Waffe. Auch wenn mir das Messer lieber gewesen wäre. Jetzt halte ich das doch nicht mehr für eine gute Idee. Simon, ich fürchte mich. Wir ziehen das jetzt durch. Es wird schon nichts passieren. Okay? Und jetzt leise. Ich öffne die erste Tür. Sei vorsichtig, mir ist nicht wohl bei der Sache. Nichts. Der Raum ist leer. Das sollte das Badezimmer sein. Bist du bereit? Scheiße! Hey, Achtung! Zurück! Die Tür zu! Schnell! Simon! Simon, komm doch! Simon! Kali! Kali! Den Spaten! Schnell! Ich kann nicht! Okay. Schlag zu. Der Spaten auf ihn. Du musst. Komm, schlag. Ja, ja doch. Ich mach ja. Oh mein Gott. Ja.
vorbei. Karin ist tot. Du meine Güte. Ja. Ich habe... Schon gut. Es ist alles gut. Wir sind in Sicherheit. Nichts passiert. Er ist tot. Naja, er ist auf jeden Fall außer Gefecht. Oh Mann, Simon. Ich habe ehrlich gedacht, das war's. Du warst der Oberknaller. Du hast ihn fertig gemacht und mir das Leben gerettet. Echt jetzt? Ach, hör schon auf. Das war wirklich knapp. Allerdings. Der hat wohl die Tür nicht aufbekommen und einfach hier auf Beute gewartet. So wie der aussieht, war der schon ein Weilchen tot. Und... Boah. Und er stinkt furchtbar. Ekelhaft. Wie der wohl gestorben ist. Was meinst du? Wer ist das? Keine Ahnung. Bisswunden konnte ich keine sehen. Außerdem ist es egal, wer er ist oder war. Hauptsache, er kann uns nichts mehr anhaben. Simon! Da kommt jemand! Was? Noch einer? Oh, verdammt. Was machen wir jetzt? Das klingt nach mehreren. Oh nein. Sie sind schon im Haus. Hier ist definitiv jemand gewesen. Die Spuren sind frisch. Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind vielleicht noch im Haus. Keine Sorge. Im Zweifel machen wir kurzen Prozess. Ich mach die Taschenlampe an. Hier ist es ja stockfinster. Bleib aber von den Fenstern weg. Wir wollen nicht unnötig die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir sitzen hier in der Falle. Die werden uns finden. Vielleicht verschwinden die aber auch wieder. Oh Mann, das stinkt hier ekelhaft. Hoffentlich hält der Gestank sie fern. Lange halte ich das hier nicht mehr aus. Und wenn wir den Toten vor die Tür legen? So eine Art Blockade. Ich weiß nicht. Die finden uns mit Sicherheit. Wer weiß, was das für Typen sind? Du hast doch selbst gesagt, dass man niemanden trauen darf. Wir müssen es versuchen, solange sie unten beschäftigt sind. Komm, fass mit an. Wir schieben den Toten vor die Tür. Die werden uns doch hören. Dann machen wir sie eben sehr leise. Karin, wir müssen es zumindest versuchen. Also gut, ich helfe dir. Keine Bewegung! Oder ich schieße euch in den Kopf! Los! Aufstehen! Raus da! Na, wird's bald! Hören Sie! Wir wollen nicht... Maul halten! Und schön die Hände oben lassen! Wir wollen doch keine Dummheit machen! Bitte! Bitte, wir sind unbewaffnet! Und das soll ich euch glauben, was? Na los, kommt da raus! Ja, ja, schon gut! Wir kommen doch schon... Ganz ruhig, Mann. Stellt euch dahin. Hände an die Wand und Beine auseinander. Laura, durchsuch sie nach Waffen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube, in dem Badezimmer habe ich einen Klappspaten gesehen. Dann sei vorsichtig. Ich habe die beiden im Visier. Eine falsche Bewegung und ich verpasse euch eine Kugel. Verstanden? Nichts. Die Kleine hat nicht gelogen. Keine Waffen. Sie müssen uns nicht bedrohen.
Ich verspreche Ihnen, wir sind ganz friedlich. Ich sagte doch, Maul halten! Keine Panik, Mann. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger und machen auch keine Schwierigkeiten. Wer seid ihr? Und wie viele seid ihr? Sollt ihr das Haus auskundschaften? Wo ist euer Lager? Wir waren... Beantworte meine Fragen. Wer seid ihr und wie viele seid ihr? Beruhigen Sie sich doch. Wir machen keinen Ärger. Bitte, bitte tun Sie uns nichts. Bitte. Ich habe euch ein paar Fragen gestellt. Ich will wissen, wie viele ihr seid und wo euer Lager ist. Ein weiteres Mal frage ich nicht so freundlich. Nehmen Sie die Waffe runter und dann sagen wir Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Der Kerl hat doch irgendwas vor. Jan, nimm dich in Acht. So langsam verliere ich die Geduld mit euch. Soll ich vielleicht nachhelfen? Nehmen Sie die Waffe runter. Dann können wir reden. Bleib stehen! Ich warne dich! Kein Schritt weiter! Es ist alles gut. Wir wollen keinen Ärger. Ich sagte stehen bleiben! Simon! Mach doch keine Dummheiten! Bleib stehen! Wir wollen nur reden. Bleib stehen! Achtung! Ich will doch nur... Simon! Sie hörten Motorum Kibus, Episode 1, eine Produktion von Mein Ohrenkino in Zusammenarbeit mit Hörtalk, der Hörspiel-Community. Thank you.